das Sprengel-Museum steht für moderne und zeitgenössische Kunst. Was wir versuchen, ist eine Atmosphäre und einen Kontext zu schaffen, dass man das Fremde nicht gleich ablehnt. Man sollte keine Angst davor haben, etwas nicht zu verstehen. Das ist eine Erfahrung, die wir ständig machen. Im Moment und im Museum kann man sie exemplarisch machen, vielleicht auch ein bisschen spielerischer. Aber in der Kunst haben wir die Chance, auch politische Fragestellungen, gesellschaftliche Fragestellungen zu verhandeln, ohne dass sie die politischen Konsequenzen haben. Also das ist wie eine geschützte Plattform. Deswegen brauchen wir die Kunst auch, das Theater genauso. Aber da kann man radikal sein, da muss man nicht korrekt sein und kann eben Dinge überspitzt darstellen, dass sie überhaupt erkennbar werden. Was die bildende Kunst betrifft, fehlt in Hannover die Power, die Energie irgendwie von unten, von nachwachsenden Künstlerinnen und Künstlern, die vielleicht die Szene einfach noch so ein bisschen lebendiger machen. Was ich für Hannover sehr spezifisch finde, ist, dass es die Vielfalt, die es eigentlich gibt und auch die herausragenden Kulturaktivitäten, dass die leider oft in ihren eigenen Szenen hängen bleiben, aber in der Stadt als Ganzer, in der Stadtgesellschaft wenig bekannt sind. Aber selbst da ist es so, dass die Stadt Hannover sich eigentlich überhaupt nicht über Kultur profiliert oder sag mal viel weniger, als es möglich wäre. Ich glaube, das ist schon eine tolle Botschaft an Europa, dass diese dezentrale Organisation von Kultur eben auch herausragendes und lebendige Szenen hervorbringt. Da muss ich wirklich sagen, ist jetzt der Weg zur Kulturhauptstadtbewerbung ein ganz großer Schritt gewesen, weil der hatte wirklich den Effekt, dass sich die Szenen jetzt, also die Player in den Szenen, sehr viel besser kennen. Vielleicht könnte man auch lernen, dass es nicht nur das Marketing entscheidend ist für die Lebendigkeit einer Szene, sondern das, was wirklich produziert wird, was gemacht wird in der Kunst. Und da passiert in Hannover schon viel.